Miss Woodhouse, Sie werden nie erraten, was passiert ist. Robert Martin hat um meine Hand angehalten. Geben Sie mir einen Rat. Oh nein, nein, nein. Die Worte müssen Ihre eigenen sein. Sie müssen selbst über Ihr Glück bestimmen. Ich bin nun durchaus entschlossen und habe meine Entscheidung beinahe gefällt, dass ich den Antrag von Mr. Martin ablehne. Emma. Mr. Knightley. Das ist Ihr Werk. Sie ist die uneheliche Tochter von Ihr Gott Vater weiß wem und vermutlich ohne angesehene Verwandtschaft. Ich muss schon sagen. Du solltest keine Ehen mehr stiften, denn was du auch sagst, geht immer in Erfüllung. Mr. Elton, Miss Harriet Smith. Er ist verliebt in Sie. Wer kann an Miss Smith denken, wenn Miss Woodhouse in der Nähe ist? Oh, Mr. Elton! Ach, herrje. Sie betont stets, dass sie niemals heiraten will. Ich denke augenblicklich nicht ans Heiraten. Was natürlich rein gar nichts zu sagen hat. Du darfst mich nie verlassen, Emma. Gütiger Himmel, habe ich die Gesellschaft verpasst? Er reist für einen Tag nach London und das nur für einen Haarschnitt. Er ist ein alberner, eingebildeter Gag. Ah. Kutscher, halten Sie an! Emma, Sie sind da! Mit wem werden Sie tanzen? Mutter, du musst unbedingt die Torte kosten.